So, hallo Leute und willkommen zur Sunday Game Show. Heute etwas später, weil mein Internet so ein bisschen über den Tag gespackt hat. Aber naja, was soll's. Ich drücke Start. Wir sind bei Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers. Ist schon ein bisschen was älter, aber ich wollte euch das Spiel einfach mal zeigen, weil ich finde Magic ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ähnlich wie Yu-Gi-Oh!, aber deutlich weniger hirnlos. So krass sage ich das jetzt einfach mal. Und zwar hat man hier so ganz viel Zeug. Lernprogramm braucht man nicht, wenn man das Spiel kennt. Kampagne, wenn man das, obwohl wenn man das auch wenn man das nicht kennt, braucht man das nicht, weil so schwer ist das nicht. Kampagne hast du halt hier die ganzen Kämpfe, die habe ich schon alle geschafft. Zurück, Herausforderungen, die sind ziemlich schwierig, kann ich gleich auch mal zeigen. Angepasstes Duell, da kann man gegen wen spielen auch immer, man gerade Bock hat. So, Koop-Kampagne habe ich noch nie gemacht, aber das ist irgendwie mit zwei Spielern, keine Ahnung. Angepasstes Koop-Duell ist dann halt Koop, das hier. Gut, dann haben wir halt noch im Internet, ich kann jetzt quasi einen suchen, ich kann auch mit Freunden spielen, glaube ich, irgendwo. Ne, Moment, das wollte ich jetzt nicht. Ich werde sowieso verkacken, wenn ich gegen... Ja, ist auch nichts verfügbar, so. Ranglisten, klar. Mentor werden, keine Ahnung, was das ist. Ist auch total egal. Dann Hilfeoptionen kennt man, Bestenlisten kennt man, Erfolge kennt man und Inhalte runterladen kennt man auch. Zurück zu Windows habe ich noch nie ausprobiert, müsste aber funktionieren. Ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal den ersten Kampf der Kampagne gegen Chandra Nalar. Ladevorgang läuft. Ich hoffe, ich kann das Spiel an sich jetzt auch ein bisschen rüberbringen. Ich bin nicht so gut im Erklären, aber... Naja, bei Magic geht es auf jeden Fall darum, man hat diese Länderkarten, die man halt pro Runde legen kann. Aber ich muss jetzt direkt am Anfang mal sagen, mir gefällt die Starthand nicht, deswegen Duell neu starten. Ladevorgang läuft. Ah, das ist schon besser, nicht gut, aber egal, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier neu starten, deswegen mache ich einfach mal anfangen. So, man kann jede Runde Land spielen und die decken halt die Kosten, die hier oben stehen. Das heißt, um den zu spielen, bräuchte ich einen Wald und zwei irgendwas anderes. Also können auch zwei weitere Wälder sein. Also gar nicht so komplex. So, der kann mich jetzt direkt angreifen, weil der hat Eile. Eile bedeutet halt, dass die, wenn die gespielt werden, schon angegriffen werden, angreifen können. So, Schaden habe ich ein weniger jetzt. Man hat 20 Lebenspunkte. Ah, der Drache ist schon mal ziemlich stark, glaube ich, ja. Ich spiele aber trotzdem erstmal einen Wald. Was war das nochmal? Ach ja, genau. Kontrolle des gegnerischen Dings über eine Runde übernehmen. Ich glaube, das gibt es bei Yu-Gi-Oh! Auch. Wie heißt das nochmal? Zauberhüte oder sowas? Ach, keine Ahnung. Ah, nee. Irgend so ein Engel war das, ne? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das hieß. Ist auch egal. So. Ja, der baut sich da schon ein bisschen seine Armee auf. Finde ich nicht gut. So, dann spiele ich mal mit Feuer. Und hiermit kann ich dann jetzt noch eine weitere Landkarte aus meinem Deck suchen. So. Hep. Ah, und wenn die so schief liegen, das heißt, dass ich die schon in der Runde verwendet habe. Ja, leg du mal weiter deine Länder. Ah, das sieht schon scheiße aus, ehrlich gesagt. Die Starthand war nicht so perfekt, aber ich wollte halt anfangen. Naja, muss man mit leben. Ah, der kann fliegen. Fliegen bedeutet, dass der mich direkt angreifen kann. Ich kann nicht blocken, wenn ich hier Monster liegen hätte. So. Ah, den Drachen kann ich schon spielen. Dann spiele ich mal noch ein Feuer. Wie? Ah, ne. Okay, ich dachte schon. Na, dann war ich jetzt verwirrt, weil die beiden da daneben geleuchtet haben. Okay, dann spiele ich ihn. Der erlaubt mir wieder eine Karte zu suchen. Und zwar, wenn ich den Drachen schon habe, hole ich auch noch ein Feuer.
weil der profitiert von Feuerkarten hier. Immer wenn der Flammenstoßstocher angreift, kannst du Dödödö bezahlen. Falls du dies tust, fügt der Flammenstoßstocher und so. Versteht man, denke ich. So. Jetzt steht es natürlich schon 15 zu 20, bevor irgendwas schon mal passiert ist auf meiner Seite. Das ist nicht so geil. Jetzt kann ich quasi blocken. Beide haben zwei Angriff. Ich habe zwei Leben, er hat ein Leben. Das heißt, wir würden beide sterben. Aber ich mache das trotzdem mal. Ob das jetzt klug ist, sei dahingestellt. Aber ich mache das. So, er legt noch eine Karte. Naja. Ah, da ist Drachen. Drachenfutter ist eine geile Karte. Und zwar, wenn ich die spiele, spawnen automatisch zwei Spielmarken. Das bedeutet so viel wie, ich habe jetzt zwei neue Monster. Das ist natürlich nicht besonders stark, aber zu Verteidigungszwecken auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Dann hole ich mir nochmal eine Karte, und zwar einen Wald. So. Gut. Ist meine Phase auch schon wieder zu Ende. Der Gegner ist dran, er legt noch eins. Er greift wahrscheinlich ja nur mit dem an, weil den kann ich nicht blocken. Bam. So. Ah, oh Gott. Nein, die Lava-Axt. Macht mir jetzt 5 Schaden. Das wird nichts. Aber naja, ist ja nur zur Demo. Okay, hier haben wir einen solchen Käfer. Aber der Drache fliegt doch, ja. Klar fliegt der Drache. Deswegen spiele ich den jetzt mal. Und das ist auch so intelligent von dem Spiel. Anstatt dass die übrig bleibende Karte eine Feuerkarte ist, ne? Bleibt einfach was der nicht gebrauchen kann übrig. Das ist ein bisschen scheiße gemacht. Na gut, jetzt kann ich noch den spielen, aber ich hätte lieber den Effekt verwendet. Naja, obwohl, ne, ich kann ja eh noch nicht angreifen, okay. Dann ist es nicht so schlimm. Nein, ich lasse meine Verteidigung liegen. Weil selbst wenn er nicht blockt, wenn eine Kreatur angreift, kann sie in der nächsten Runde nicht blocken. So, der Pfahlschlag, damit kann ich ihn verwunden. So, ich mache das jetzt mal so. Und so. Jetzt muss er zusätzlich noch zwei Karten abwerfen. Das ist ziemlich gut, jetzt hat er nämlich gar nichts mehr. Und jetzt starte ich einfach mal den Mega-Angriff. Spieler. So. Bam. Erstmal der Effekt drauf. Hat das jetzt irgendwas gezogen? Irgendwie nicht, oder? Ah, ne, ich konnte ja gar nicht bezahlen. Na. Ja, da sieht man schon wieder. Die Feuerkarten tappen zuerst. Das ist irgendwie schlecht. Naja. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt gut Schaden gedrückt und mit der Passiven des Drachen sollte ich das eigentlich nächste Runde noch hinkriegen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt noch eine Feuerkarte habe. Ja, der ist tot, würde ich sagen. Oder? Na, der kann noch durchblocken. Aber dann hat er keine Monster mehr. So, Angriff. Spieler. Acht? Wie acht? Ich kann 8 mal. Wie? Stand da nicht Feuer? Naja, geil, jetzt ist gerade einfach mal das Spiel abgekackt. Naja. Gut, ich würde euch gerne dann noch die Herausforderung zeigen wollen. Und ich mache einfach mal die erste, auch wenn ich nicht mehr weiß, was das war. Aber ich kann schon mal sagen, bei den Herausforderungen geht es immer darum, in einem Spielzug zu gewinnen. Das ist ziemlich schwierig. Also du spielst gegen Garruk oder Garruk, keine Ahnung, und er macht dir mit seinen Tatzelwürmern das Leben schwer. Doch du hast die Situation noch unter Kontrolle, denn du kannst das Spiel in diesem Zug noch gewinnen. Es ist dein Zug und du hast gerade deine Karte gezogen. Wie kannst du das Spiel noch in diesem Zug gewinnen? Ja, da muss ich jetzt überlegen. Der macht Doppelschlag. Das heißt, er greift quasi zweimal an. Immer wenn... genau. Die Passive bringt mir aber nichts, wenn ich in einer Runde gewinnen soll. Erstschlag, okay. Ja, Erstschlag ist, glaube ich, wenn jetzt einer auch zwei Angriff, ein Leben hätte oder so, dann
wird der nicht sterben oder sowas. Irgendwie sowas. Kreaturen erhalten plus 1/1. Pazifismus ist ziemlich geil, dann damit kann ich einen verzaubern, dann kann er gar nichts mehr machen. Zerstöre alle nicht weißen Kreaturen. Ja, das heißt, die werden alle weg, oder was? Ah, das hat aber den Nachteil, dass ich damit ziemlich viel Kosten habe, deswegen sollte ich das wahrscheinlich nicht spielen. Das macht eine... Ah ja, gut. Ich muss mal eben gucken. 3, 3, also 4, 7, 8. Ja. Der kann mich auch nicht blocken. Ich glaube, das ist relativ leicht. So. So. Ja. Das ist relativ easy. Jetzt greife ich mit dem an. Kann er nicht blocken und wegen Doppelschlag ziehe ich ihm 14 ab. So, 1, 2 und ich habe gewonnen. Okay, das war... Aber jetzt ziemlich leicht, aber die werden krass schwer am Ende. Ich, man hat auch gesehen, ich habe nur die ersten drei oder so. Ja, weil das wird so unglaublich schwierig. Naja gut, kostet bei Steam keine Ahnung wie viel. Ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr, weil es mittlerweile eine viel neuere Version gibt. Aber die kostet auch nur 10 Euro oder so. Und wenn euch das Kartenspiel gefällt und ihr das mal lernen wollt oder ihr das vielleicht schon kennt, dann solltet ihr euch das vielleicht auf jeden Fall holen. Weil ich finde das Spiel cool, mal für zwischendurch ist das sehr lustig und naja gut. Ich würde dem Ganzen vielleicht, ja, es ist halt kein klassisches Spiel, was man immer spielen kann, also 8 Punkte geben. Ich denke, das ist durchaus fair. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, man sieht sich, ciao!